Südfunk 1. Heidelberg. 23.05 Uhr. Science Fiction als Radiospiel. In dieser Sendereihe aus dem Studio Heidelberg-Mannheim bringen wir heute ein Hörspiel von Eva Maria Mudrich. Es trägt den Titel Flug nach Ruber. Dr. Lind! Dr. Lind! Verdammt, ich muss doch da sein. Und warum klingeln Sie nicht? Mann, haben Sie mich erschreckt. Sind Sie etwa Dr. Lind? Nein, ich wollte auch gerade zu Ihnen. Dann sind Sie der Pilot, der den Helikopter fliegen soll. Auch nicht. Ich bin nur Dr. Linds Famulus. Famulus? Mhm. Na, jedenfalls scheint Ihr Herr und Meister eine anstrengende Walpurgisnacht hinter sich zu haben, wenn er so fest schläft. Alle Achtung, wer kennt denn heutzutage noch seine Faust? Ich klingle und klopfe jetzt schon seit 10 Minuten. Ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht. Dabei erwartet er doch ganz dringend eine Lieferung. Oder sind Sie das? Der Lieferwagen vor der Tür ist ja wohl kaum zu übersehen. Ich bin die Fahrerin. Mit den Kisten von der Firma Weyrich. 5 Kisten, 1000 Ampullen. Punkt 9 sollte ich sie liefern. Ja, keine Minute später. Dann sollen die Kisten in einen Helikopter umgeladen werden, hat man mir gesagt. Wenn ich auch nicht weiß, wohin die Reise dann geht. Der Helikopter steht schon bereit, 2 Straßen weiter sein Landeplatz. Der Pilot muss in einer halben Stunde hier sein. Er kommt mit dem Zug. Hm. Ist er vielleicht ein bisschen zerstreut, Ihr Chef? Hat das alles vergessen? Vergessen? Mein Gott, diesen Tag vergessen? Dr. Lind! Dr. Lind! Ich bin's, Frederik Hofer! Womit ich mich Ihnen denn auch gleich vorgestellt hätte. Ich bin Gisa Katowice. Was machen wir jetzt, wenn er nicht zu Hause ist? Doktor! Dr. Lind! Oder hat er vielleicht ein Gretchen im Bett, das ihm gerade ins Ohr flüstert? Heinrich, wie hast du's mit der Religion? Ach, hören Sie doch auf. Dieser Tag ist nicht nur für Lind, er ist... entscheidend für die gesamte Menschheit. Ja, vielleicht. Ja, Frau Katowice. Seien Sie ruhig, Gesa. Also gut, Gesa. Warten Sie hier. Wohin wollen Sie denn? Ich wohne gleich nebenan, ich habe Schlüssel zu Linds Haus. Suchen Sie etwas, Pate? Ja, man hat mir gesagt, hinter dem Speisewagen seien die Medienkabinen. Richtig. Aber erst am Ende des Waggons. Ich zeige es Ihnen. Sehr liebenswürdig. Übrigens, wie sind wir in der Zeit? Werden wir pünktlich in Thalgau sein? Thalgau. Ankunft 9.13 Uhr. Bestimmt auf die Minute genau. Hier sind die Medienkabinen. Schauen Sie, diese hier ist frei. Danke sehr. Allgemeine Daten können Sie hier abrufen. Den Code für persönliche Daten müssen Sie hier eingeben. Sie müssen einfach nur deutlich das Stichwort sagen. Werden Sie zurechtkommen, Pater? Sie werden es nicht glauben, aber wir haben in unserem Kloster genau den gleichen Apparat. Einem Bettelorden gehören Sie dann jedenfalls nicht an. Und ob? Hätten Sie gern unsere Kontonummer? Auch noch einen armen Schaffner anhauen. Da mache ich, dass ich weiterkomme. Und übrigens, wenn das Bild nicht ganz klar sein sollte... Nicht nötig. Ich brauche nur eine Radioreportage, die um 8 Uhr gelaufen sein muss. Nun sagen Sie nur noch, Sie interessieren sich für die Fußballergebnisse nein, von gestern. Nein, die habe ich heute Nacht noch abgehört. Nach dem Abendgebet. Na, also dann. Nein, mein Junge. Nicht die Fußballergebnisse. Ruber. Mein Stichwort heißt Ruber.
Na endlich. Ich dachte schon, Sie lassen mich hier festwachsen. Ich habe die Schlüssel erst suchen müssen. Er hat sich also immer noch nicht gerührt. Kein Laut war zu hören. Kommen Sie. Das erledigen Sie mal lieber allein, Frederik. Eins? Sie, Gesa? Ich spaziere nur nicht gern ungebeten in fremde Wohnungen. Schon gut, ich schaue erst mal allein nach. Dr. Lind! Doktor! In diesen Mauern, diesen Hallen will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum. Man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Gesa! Gesa! Um Gottes Willen, kommen Sie! Wo stecken Sie denn? Hier im Wintergarten! Verdammt! Was ist denn das hier? Wintergarten nennen Sie das? Das ist ja ein Urwald! Ein Urwald! Und wo ist... Oh nein! Ist er das? Lind! Stehen Sie doch nicht so da! Holen Sie einen Arzt! Ein Arzt? Ist er etwa... Sie haben ihm den Hals zugeschnürt. Sie? Seine Pflanzen. Ich meine, er hat sich regelrecht stranguliert mit diesen Luftwurzeln und Ranken um seinen Hals. Wahrscheinlich ist er gefallen. Gestolpert vielleicht, hineingestürzt in dieses Geschlingel und hat sich nicht mehr befreien können. Was für ein Spinner war das denn, Ihr Doktor? Sich sowas wachsen zu lassen in einer Wohnung. Das wuchert ja bis an die Decke, bis unter der Tür durch. Das ist ungeheuerlich. Das ist einfach ungeheuerlich. Gesa, ich schwöre Ihnen, als ich vorgestern hier saß mit Lind, da war das noch alles wie immer. Seine Pflanzen aufgereiht in Töpfen. Ein gepflegter, friedlicher, ganz normaler Wintergarten. Stichwort Ruber. Stichwort Ruber. 3. Mai. 8 Uhr Report. Hier ist der 8 Uhr Report mit den neuesten Nachrichten aus Ruber. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auf der Sonderwelle Ruber. Wie an jedem Tag seit Beginn der Katastrophe berichten wir Ihnen stündlich über die Situation in der 5000-Seelen-Gemeinde, die vor 6 Jahren noch nicht auf der Landkarte zu finden war und die heute in aller Munde ist. Für neu zugeschaltete Hörer wiederhole ich noch einmal, dass wir leider infolge der am 12. März so plötzlich hereingebrochenen Katastrophe keinen Reporter vor Ort haben, sondern auf den Funkkontakt mit dem Rathaus von Ruber angewiesen sind. Ich habe Verbindung mit Jochen Glanz, dem Bürgermeister von Ruber. Herr Glanz? Ja, ich höre Sie gut. Herr Glanz, wir haben heute den 52. Tag, seit Ruber von der Außenwelt abgeschlossen ist. Bitte sagen Sie unseren Hörern, wie sich die Situation in Ihrer Gemeinde heute Morgen darstellt. Was soll ich sagen? Ihre Außenstationen werden es Ihnen ja berichtet haben. Die Nebelwände sind unverändert. Seit 52 Tagen haben wir keine Sonne gesehen und keine Sterne. Sagen Sie Ihren Hörern, Sie sollen sich vorstellen, Sie säßen in einem überdimensionalen Dampftopf und verhungern. Das ist die Lage, verhungern. Herr Glanz, zu diesem Thema kommen wir gleich. Hoffentlich, denn das ist das Thema. Gewiss, wir wissen es ja alle. Und alle Welt bemüht sich, eine Lösung für ihr Problem zu finden. Vorab aber, der Nebel, beziehungsweise diese gewaltigen Dampfschwaden, die aus den Erdbrüchen dringen, die haben sich also auch heute nicht gelichtet? Keine Spur, nicht die Spur. Naturgewalten, freigesetzt durch dieses furchtbare Beben vom 12. März. Die Erde geborsten und... Hören Sie auf, was wir brauchen ist Hilfe. Ruber braucht eure Hilfe. Seit 4 Tagen gibt es in der Gemeinde keine Handvoll Mehl mehr zu kaufen. Keine einzige verdammte Büchse Hundefutter. Mag sein, dass wir Erwachsene das noch ein paar Tage durchhalten, aber die Kinder, unsere Kinder... Wir wissen es, Herr Glanz. Glauben Sie uns, diese Katastrophe hat die Wissenschaftler über alle Grenzen hinweg an einen Tisch gebracht. Tag und Nacht suchen sie nach einer Lösung, Bitte sagen Sie Ihren Hörern,
Wir verstehen ja, dass sich kein Pilot mehr findet, der uns mit einer Lebensmittellieferung anfliegt, nachdem drei Helikopter in diesem Nebel an Fördertürmen zerschellt sind. Drei Piloten tot! Wir verstehen das ja, aber bitte! Mein Gott, lass es mich schaffen. Lass es uns schaffen, Lind und mich. Es kann doch nicht nur ein blinder Zufall gewesen sein, dass wir das Lind damals im Januar. Er schickte mir diesen Tonbrief. Ich werde ihn aus meinem Archiv abrufen. Thalgau, den 3. Januar. Sehr verehrter Pater Anselm, durch einen Zufall ist mir Ihr Buch in die Hände gekommen. Ihr Buch über Lebensgeschichte und Wertung der Stigmatisierten. Wer war Therese von Konnersreuth? Ich stöberte in einer Buchhandlung und fand zufällig diesen Titel. Und nun, nachdem ich das Buch gelesen habe, setze ich mich sofort hin, um Ihnen diese Kassette zu besprechen. Sehr verehrter Pater, Sie gehören also in die Reihe der Skeptiker innerhalb der katholischen Geistlichkeit. Ihnen müsste ein Wunder schon höchstpersönlich widerfahren, ehe Sie es als solches anerkennen. Das Erscheinen der Wundmal am Körper der Stigmatisierten erklären Sie als Auswüchse einer ausgeprägten Anlage zur Hysterie bei den betroffenen Personen. Und die von vielen Zeugen geschilderte Fähigkeit mancher Stigmatisierter ohne Aufnahme von Nahrungsmitteln zu existieren, halten Sie einfach für eine Lüge. Gewiss, was die Mystikerinnen anlangt, von denen solches berichtet wird, so liegt deren Biografie ja zumeist so im Dunkeln einer lange vergangenen Zeit, dass zwischen Legende und Wahrheit nur schwerlich zu unterscheiden ist. Aber wie steht es denn mit der Bauerntochter Katharina Emmerich, der Seelenfreundin des Dichters Clemens von Brentano, von der einstimmig berichtet wird, dass sie ohne Nahrung auskam? Und dann eben Therese Neumann, jene Therese von Konnersreuth, die schließlich in unserem aufgeklärten Zeitalter lebt. Alle Menschen, die in näherem Kontakt zu ihr standen, bestätigen, dass Therese jahrzehntelang keine Nahrung zu sich genommen hat. Und alle diese Zeugen sind in Ihren Augen Lügner, verehrter Pater? Glauben Sie wirklich, eine solche Irreführung der Öffentlichkeit hätte sich aufrechterhalten lassen? Aber nun, ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich bin ein Skeptiker wie Sie, allerdings von Berufswegen, denn ich bin Naturwissenschaftler, Biologe. Noch vor wenigen Monaten hätte ich gesagt, Ihre Thesen seien mir aus der Seele gesprochen. Heute weiß ich es besser. Glauben Sie mir, die Wunder sind geschehen. Allerdings, es waren keine Wunder. Das Phänomen einer Existenz ohne Nahrungsaufnahme ist erklärbar. Ich befinde mich auf dem Wege zu einem eindeutigen Beweis. Wenn ich am Ziel bin, werde ich es Sie wissen lassen. Mit ergebenen Grüßen, Ihr Amandus Lind. Friederik, Sie wollen mir doch nicht im Ernst weismachen, dass dieses Geschlinge und Gewuchere hier innerhalb von 48 Stunden gewachsen ist. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Dann wecken Sie mich auf, Gisa. Beweisen Sie mir, dass dieser Urwald nur ein Traum ist, eine Halluzination. Und dass ich nur ins Nebenzimmer zu gehen brauche, wo Lind an seinem Schreibtisch sitzt, mit rotgeränderten, tränenden Augen, weil er wieder die ganze Nacht durchgearbeitet hat und immer noch keine Zeit gefunden hat, sich die neue Brille verpassen zu lassen, die er dringend nötig hätte. Also doch ein Dr. Faust, was? Weh stecke ich in dem Kerker noch, verfluchtes, dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht. Und Sie fahren Lieferungen aus wie eine chemische Fabrik. Mussten Sie nie Ihr Taschengeld aufbessern, als Sie noch Student waren? Ach so, das erklärt alles. Germanistin? Nein, Mathematikerin. Und somit also auch durchaus in der Lage, logische Schlüsse zu ziehen. Womit also hat sich Lind beschäftigt? Mit schnell wirkenden Düngemitteln oder sowas? Nichts dergleichen. Und wieso sollte der heutige Tag entscheidend sein für ihn? Und für die gesamte Menschheit, wie Sie so kühn behauptet haben? Reden Sie doch! Hat es etwas mit den 5000 Ampullen zu tun, die ich draußen auf meinem Lieferwagen habe? Es wäre mir lieber, Sie würden noch ein bisschen aus dem Faust zitieren, statt Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten kann. Noch nicht, Gesa. Ich habe Lind mein Wort darauf gegeben, zu schweigen, bis der heutige Tag zu Ende gegangen ist. Ihr Lind ist tot, erstens. Und zweitens werde ich jetzt die Polizei rufen. Wir können doch nicht hier liegen lassen in seinem Totenbett aus Philodendron und weiß der Geier, wie das Zeug alles heißt. Nein, Gesa, bitte, wir müssen noch warten. Bitte unternehmen Sie nichts.
Lassen Sie uns wenigstens noch auf den Pater warten. Wer zum Henker braucht denn hier noch einen Pater? Es war, glaube ich, erst im Jahr darauf, dass die nächste Kassette von Lind kam. Mal sehen. Karl Gaudin, 12. März. Lieber Pater Anselm, haben Sie Dank für Ihre letzte Kassette. Es war ja wirklich herzerfrischend, wie Sie mir da Ihr Klosterleben schildern. Und ich dachte immer, die Geistlichkeit begnüge sich damit, sich dem Himmel im Gebet zu nähern. Stattdessen besteigen Sie 4000er und haben sogar einen Pilotenschein. Ehrlich gesagt, mein Wunsch, Sie endlich persönlich kennenzulernen, wird immer stärker, je intensiver sich unsere Korrespondenz entwickelt. Schon sind Sie mir wie ein guter Freund. Ein Freund übrigens, dem ich für seine taktvolle Zurückhaltung danke. Nicht einmal haben Sie mich gedrängt, Ihnen Näheres über meine Forschungen zu berichten. Sicher wollten Sie mir Zeit lassen, nachdem ich Ihnen in meinem ersten Tonbrief gesagt hatte, dass ich erst auf dem Wege bin. Aber ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mich Ihnen anzuvertrauen. Nicht, weil meine Experimente abgeschlossen wären. Leider nicht. Ja, hätte ich ein eigenes Institut zur Verfügung, dann wäre ich gewiss weiter. Aber alle meine Bemühungen, Universitäten oder Ministerien für mein Vorhaben zu interessieren, sind gescheitert. So blieb mir als einziges Mittel der Beweisführung für meine Hypothese der Selbstversuch. Mein Assistent Hofer ist bisher der einzige Mensch, der von diesem Versuch Kenntnis hat. Ab morgen, wenn diese Kassette bei Ihnen ankommt, werden wir zu dritt sein. Und ich bin mir sicher, dass auch Sie ein verschwiegener Mitwisser sein werden. Bis der Tag kommt, an dem ich meine Versuche für so ausgereift halte, dass ich das Ergebnis veröffentlichen darf. Ja, lieber Pater, Ihr Brieffreund Amandus Lind lebt, wie es von einigen besonders frommen Menschen behauptet wurde, er lebt wie die Pflanzen in seinem Wintergarten, von Sonnenlicht und Wasser. Was bei dieser stigmatisierten Therese von Konnersreuth und anderen nach meiner festen Überzeugung eine Anomalie des Stoffwechsels war, habe ich mittels einer Substanz, deren Zusammensetzung ich Ihnen bei Gelegenheit einmal erkläre, in meinem Körper hergestellt. Das heißt, mein Körper bildet jetzt Chlorophyll, den grünen Pflanzenfarbstoff, und bringt es somit fertig, anorganische Substanzen in organische umzuwandeln. Vielleicht ist Ihnen dieses Prinzip der Photosynthese bekannt. Mithilfe der Sonnenenergie verbindet der grüne Pflanzenfarbstoff das Kohlendioxid aus der Luft und Wasser zu Glukosezucker. Und auch das nur ein Zufall? Zufall, dass er mir diese Kassette ausgerechnet am 12. März geschickt hat? Den Tag, an dem in Ruba... Alles in Ordnung, Pater? Danke. Wird die Kabine gebraucht? Nein, Sie können ruhig noch bleiben. Fein, ich möchte gerne noch ein paar Dokumente aus meinem Privatarchiv abrufen, um ein paar Erinnerungen aufzufrischen. Aber sicher, alles im Fahrpreis inbegriffen. Diesem 12. März... So möchte ich für heute schließen, lieber Freund. Ich gebe zu, es hat mich ein wenig erschöpft, bis ich mich dazu durchgerungen hatte, Sie einzuweihen. Sie müssen wissen, ich habe nicht viele Freunde. Wenn ich nicht gerade arbeite, sitze ich in meinem Wintergarten bei meinen Pflanzen. Dort finde ich Ruhe. Heute Abend allerdings werde ich wohl noch die Nachrichten verfolgen, denn was sich da in Ruba ereignet hat. Ruba, Stichwort Ruba. Datum 12. März. Heute Morgen gegen 5.30 Uhr hat sich in der Umgebung von Ruba ein gewaltiges Erdbeben ereignet. Nach ersten Meldungen hat das Beben im Höhenzug nördlich der Gemeinde tiefe Krater aufgerissen und im Tal rings um Ruba kilometerlange Schlünde gebildet, aus denen jetzt fontänenartig Dampfschwaden hervorbrechen. So viel aus Ruba bisher zu hören war, wurden in dem Städtchen selbst nur wenige Häuser beschädigt. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. Aber alle Versuche der Bewohner von Ruba aus dem Katastrophengebiet zu fliehen, scheitern daran, dass alle Zufahrtswege von den Erdbewegungen aufgerissen worden sind.
Die Behörden hoffen, dass die Dampfbildung in Kürze zurückgeht, sodass Pioniereinheiten prüfen können, ob sich die wie ein Ring um Ruber liegenden Erdrisse überbrücken lassen. Die Gemeinde Ruber hatte Ende des letzten Jahres den 6. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Bekanntlich verdankt das Städtchen seine Entstehung, ebenso wie seinen Namen, dem sogenannten Rubergold, einem bis dahin unbekannten roten Metall, das bei einer Probebohrung, die zu einem ganz anderen Zweck durchgeführt worden war, in 920 Metern Tiefe entdeckt wurde. Noch immer rätseln die Experten, ob es sich bei den Fundstücken, meist von der Größe und Form einer Pflaume, um Artefakte handeln könnte. Das heißt, um künstlich hergestellte Gegenstände, die von einer urzeitlichen Zivilisation zeugen würden. Die Mehrzahl der Fachleute halten aber eine natürliche Erklärung für den Abschliff für wahrscheinlicher. Unerklärlich ist es bisher auch, dass dieses Rubergold, dessen Handelswert den des Normalgoldes jetzt schon übersteigt, nicht an andere Metalle oder Gestein gebunden ist, sondern in einer dünnen Kohleschicht lagert. Das weist darauf hin, dass die Rubergoldvorkommen sich ursprünglich in einem Waldgebiet befanden. Und noch eine Meldung zum Thema. IGJ, Ruber American und drei weitere kleinere Firmen, die in dem Gelände rings um Ruber 32 Förderanlagen betreiben, deren extrem hohe Spezialtürme, wie wir bereits berichteten, zur Todesfalle für drei Helikopterpiloten wurden, diese Firmen haben sich in einer ersten Stellungnahme dagegen verwahrt, dass sie die Erdbrüche durch ihre Abbauarbeiten selbst ausgelöst haben könnten. Die Erklärung bezog sich auf die Behauptung eines Gutachters, er habe davor gewarnt, in diesem noch nicht näher erforschten, ursprünglich aber wohl vulkanischen Gelände zu schürfen. So wie wir eine Funkverbindung zu Ruber... Ermutigend ist das nicht gerade. Begreifen Sie jetzt? Begreifen Sie jetzt, Gesa, dass wir noch warten müssen, bis wir irgendjemanden über Linds Tod informieren? Er wird nicht lebendig davon, wenn es jetzt hier gleich wimmelt von Polizisten und Nachbarn und Verwandten, die uns Fragen stellen. Ihnen und mir und dem Pater, der ja in Kürze hier sein wird. Wenn die Behörden erfahren, dass diese Ampullen nach Ruber geflogen werden sollen, dann war alles umsonst. Dann werden sie Einwände erheben, Gutachten verlangen und wenn sie es überhaupt je zulassen, dann ist es für viele Menschen in Ruber zu spät. Vielleicht für alle. Wir brauchen Zeit, Gesa. Nur noch 2 Stunden. Bis dieser abenteuerlustige Pater in Ruber gelandet ist. Falls das Wunder geschieht und er durchkommt. Und Sie meinen, diese Leute in Ruber werden sich für das Experiment zur Verfügung stellen? Zur Verfügung stellen. Sie sind am Verhungern. Das ist Ihre einzige Chance. Der Pater ist inzwischen von Lind so instruiert worden, dass er den Leuten in Ruber genau erklären kann, was in ihren Körpern vorgehen wird, wenn sie sich impfen lassen. Er wird Ihnen sagen... Ja, gut. Ich habe Sie ja verstanden, Frederik. Ob ich es glaube, steht auf einem anderen Blatt. Menschen, die sich durch Photosynthese ernähren. Menschen am Anfang der Nahrungskette. Menschen, die sich nicht von den Pflanzen ernähren, sondern wie die Pflanzen. Von Luft und Licht und Wasser. Mann, das ist vielleicht starker Tobak. Nein, Gesa. Der Selbstversuch von Lind hat funktioniert. Und die Berichte über diese Stigmatisierten sprechen doch auch dafür, dass sowas möglich ist. Gesa... Überlegen Sie, was dieses Experiment, wie Sie es nennen, für die Zukunft bedeuten könnte. Wenn es gut geht, dann ist Ruber ein Testfall für alle Hungersnöte, die je auf diesem Planeten... Auf jeden Fall gibt es bisher nur einen einzigen Menschen, an dem diese Substanz, die ich da draußen auf meinem Lieferwagen habe, ausprobiert worden ist. Ihr Doktor. Und was glauben Sie, warum er so lange gezögert hat? Nicht, weil diese 5000 Ampullen ihn seine ganzen Ersparnisse gekostet haben, sondern weil er die Beweiskraft eines Selbstversuches noch nicht für ausreichend hielt. Aber dieser Pater hat ihn beschworen. Wieder und wieder. Kommen Sie. Drüben im Arbeitszimmer auf dem Abspielgerät muss noch der letzte Tonbrief des Paters liegen. Lind hat ihn mir gezeigt. Hier. Da ist er. So. Sie fürchten um Ihren Ruf als Wissenschaftler, lieber Freund, falls die Wirkung Ihrer Substanz in Ruber ausbleiben sollte. Aber ist das ein Argument? Ein Argument gegen das Leben von 5000 Menschen, die nach den Meldungen von heute früh nur noch für 3 Tage Lebensmittel haben? Lassen Sie es uns beide wagen, lieber Lind.
nehmen wir beide jeder auf seine Weise ein Risiko auf uns. Sie setzen Ihren Ruf aufs Spiel, ich mein Leben. Ich glaube, das war es, was Lind endgültig überzeugt hat. Sagen Sie, wer ist eigentlich Bilser? Oder Billner? Schwer zu lesen. Was meinen Sie? Hier, auf Linds Terminkalender. Sehen Sie doch. Das Datum von vorgestern. 20.30 Uhr, Bilser. Der Name sagt mir nichts. Aber ich denke, Sie waren vorgestern auch bei Lind. Vorgestern, als der Wintergarten noch ein Wintergarten und nicht ein Urwald war. Herr Lind hat mir nicht gesagt, dass er abends einen Besucher erwartet. Vielleicht ein Zauberkünstler. Einer Pflanzen überreden kann, über Nacht in den Himmel zu wachsen. Es ist so ungeheuerlich, es ist einfach unbegreiflich. So wie das alles hinter uns liegt, dieser Tag heute, ich muss Kollegen zuziehen. Ich allein bin einfach ratlos. Wir müssen diese Pflanzen millimeterweise untersuchen. Ich kenne kein einziges Beispiel in der Natur. Oder doch kein Zauberkünstler? Denken Sie mal nach, Frederik. Da ist dieser mysteriöse Besucher, von dem Ihnen Lind nichts erzählt hat. Und das Nächste, was Sie von Ihrem Doktor sehen, ist seine Leiche. Sie meinen... Lassen Sie, war nur so ein Gedanke. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Ich lade jetzt meine Kisten ab und mache mich auf die Socken. Ich will mit all dem hier nichts zu tun haben. Mord? Sie meinen, dieser Besucher könnte Lind... Könnte. Warum nicht? Wenn er einen Grund hatte. Und wenn diese Luftwurzeln und Schlingpflanzen zu diesem Zeitpunkt schon so meterlang waren, dass man jemanden damit den Hals zuschnüren konnte. Also dann, ich verschwinde jetzt. Nein, bitte bleiben Sie. Das Mikrofon. Gesa, Lind hatte doch ein Mikrofon in seinem Wintergarten. Wenn ein Band gelaufen wäre, während er mit diesem Besucher gesprochen hat... Hey, soll das heißen, Lind hat Gespräche mit Besuchern aufgenommen, ohne deren Wissen? Sie, Ihr Dr. Faust, fängt an, mir weidlich unsympathisch zu werden. Aber nein, Sie kennen Lind nicht. Er hätte niemals einen Menschen hintergangen. Es könnte nur sein, dass er vergessen hat, dass da ein Band mitlief. Wozu lief es dann? Wozu? Soll ich es Ihnen wirklich sagen? Ich habe es ja selbst zuerst kaum glauben können, als Lind mich eingeweiht hat. Und ob er es dem Pater anvertraut hat, ich weiß es nicht. Lassen Sie mir noch etwas Zeit, lieber Pater. Lassen Sie uns hoffen, dass noch eine andere Lösung für Ruber gefunden wird. Denn da ist noch etwas, was Sie wissen sollten. Jetzt, wo Sie schon so tief in meine Erkenntnisse eingeweiht sind. Ja, es ist mir gelungen, diese Substanz zu entwickeln, dank derer ich mich ernähre, wie die Pflanzen. Aber da ist eine Nebenwirkung eingetreten, von der ich nicht weiß, ob andere Menschen damit zurechtkommen. Es ist nämlich unzweifelhaft. Seit meinem Selbstversuch ist zwischen meinen Pflanzen und mir eine Art Verwandtschaft entstanden. Eine Möglichkeit zur Kommunikation. Die Pflanzen in meinem Wintergarten, lieber Freund, reagieren auf meine Gedanken und Gefühle. Mit zärtlichen Bewegungen ihrer Blätter antworten sie, wenn ich in guter Stimmung bin. In Trauer neigen sie die Blüten, wenn mich etwas bedrückt. Aber dies allein wäre noch keine Neuentdeckung. Sie kennen vielleicht den sogenannten Baxter-Effekt, benannt nach dem Amerikaner Cleve Baxter, der nachgewiesen hat, dass Pflanzen Menschen wiedererkennen und auf die telepathischen Signale von Menschen sogar über weite Entfernungen hin reagieren. Und letztlich steht das ja schon bei Matthäus geschrieben, dass Jesus einem Feigenbaum sagte, nun wachse auf dir hinfort nimmermehr Frucht, und der Feigenbaum verdorrte alsbald. Meine Erfahrung aber geht weiter. Ich bin absolut sicher, gelegentlich in meinem Wintergarten eine Art Raunen oder Murmeln zu hören. Genauer kann ich diese weder menschlichen noch tierischen Laute nicht beschreiben. Vor ein paar Tagen habe ich in meinem Wintergarten ein Mikrofon. Noch 10 Minuten, Vater. Wie bitte? Noch 10 Minuten bis Thalgau. Oh ja, danke. Dr. Fausts gesammelte Gespräche mit seinem Gummibaum. Und das soll ich Ihnen glauben. Liebe Gesa, Sie haben doch eine panische Angst, das Haus der Logik, in dem Sie sich so wohnlich eingerichtet haben, könnte Risse bekommen. Sie brauchen es ja nicht zu glauben. Ich will dieses Band ja nur ablaufen lassen, falls es zufällig das Gespräch zwischen Lind und seinem Besucher aufgezeichnet hat.
Ja, Sie waren es doch mit Ihrem logischen Verstand, die uns auf den Gedanken gebracht hat, dass Lind einen Mörder eingelassen hat. Und sich nicht bei einem unglücklichen Sturz in den Luftwurzeln verstrickt hat, in diesem Pflanzenwald, der da wieder jedes Naturgesetz in wenigen Stunden schon in die Luft gut. geschossen ist. Das bahnt noch, aber dann gehe ich. Na, bitte? Funkstille. Hören Sie zu. So, kommen Sie. Hier sitzen Sie am Mittelsten. Ein hübscher Wintergarten. Ja, ich bin gern hier. Es ist ein so beruhigendes Plätzchen. Oh, hier. Ist das nicht eine rapide Flora? Oh, sie kennt sich aus. Ja, wenn ich sie nicht gelegentlich stutzen würde, hätte sie mit ihren Ranken schon meinen Lieblingssessel in Beschlag genommen. Und die Nestbromelie hier, die ist neu, nicht wahr? Wie bitte? Ja, ich meine, letzte Woche hatten Sie den Topf noch nicht. Letzte Woche? Ja. Sie waren doch noch nie hier. Ich sehe Sie doch heute zum ersten Mal, Herr Bilser. Stimmt, Herr Doktor. Ich habe heute zum ersten Mal das Vergnügen, mit Ihnen zusammenzutreffen. In Ihrem Haus allerdings war ich schon einmal. Ungebetenerweise, wie ich zugebe. Sie waren... Sie sind in mein Haus... Sie haben mir am Telefon gesagt, Sie müssten mich unbedingt sprechen, weil... Weil ich eine Möglichkeit sehe, Ihnen zu einem eigenen Institut zu verhelfen. Ja, das sagte ich. Tja, und damit wären wir gleich beim Thema. Moment. Sie geben zu, in mein Haus eingedrungen zu sein? Beruhigen Sie sich, Doktor. Ich habe nichts entwendet. Ein Blick in Ihr Tagebuch, in dem Sie Ihre wissenschaftlichen Versuche beschreiben, hat mir voll aufgelückt. Ein Tagebuch? Wer sind Sie, Herr Bilser? Ich bin Beauftragter eines Konsortiums... und das sich für Innovationen auf jedem Gebiet interessiert. Und so brechen Sie in die Häuser von Wissenschaftlern ein? Sie sollten mir jetzt wirklich einmal in aller Ruhe zuhören. In aller Ruhe. Aber bitte. Also, unser Augenmerk richtet sich auf die Industrie. Auf Informationen über Neuerungen, auf ungewöhnliche Aktivitäten. Alles mit dem Ziel, rechtzeitig in ein sich anbahnendes Geschäft einsteigen zu können. Industriespionage also. Nennen Sie es meinetwegen so. Kurzum, ein Informant teilte uns mit, dass die Chemie AG Weyrich den Eilauftrag erhalten hatte. 5000 Ampullen eines Gemischs aus... Danke, ich kenne meine Formel. Ja. Und unser Informant konnte sich den Namen des Auftraggebers beschaffen. Somit also richtete sich unser Augenmerk auf Sie, Herr Dr. Lind. Denn niemand in der Firma Weyrich wusste, wozu diese Ampullen benötigt wurden. Da die Zusammensetzung der Substanz für Mensch und Umwelt aber absolut unschädlich ist, hatte man den Auftrag angenommen, auch ohne den Verwendungszweck zu kennen. Nun, Sie kennen ihn jetzt. Sie haben ja mein Tagebuch gelesen. Übermorgen Vormittag wird die Lieferung unterwegs sein, dank eines Piloten, der bereit ist, sein Leben zu riskieren, bei diesem Flug durch einen nebelverhangenen Wald als Förderturm. Und wenn Sie einen Funken Mitgefühl für die Menschen in Ruber haben, werden Sie Ihr Wissen für sich behalten. Ein Geschäft gibt es hier jedenfalls nicht für Sie, Herr Bilser. Und jetzt gehen Sie bitte. Eine Frage noch, Doktor. Sind Sie absolut sicher, dass diese Substanz, die bei Ihrem Selbstversuch die erwünschte Wirkung hatte, sich auch in einem Großversuch bewähren wird? Nein, Sie sind nicht sicher. Auch Ihre Zweifel haben Sie ja Ihrem Tagebuch anvertraut. Und wenn der Großversuch Huber misslingt, dann ist Ihr Ruf als Wissenschaftler für alle Zeiten ruiniert. Es wäre mir auch lieber gewesen, ich hätte mehr Zeit zu weiteren Erprobungen gehabt. Und die Mittel. Und das dazu nötige Institut. Und wenn Ihnen die Mittel zur Verfügung stünden, wenn Sie ein Institut bekämen? Dann würde die Lieferung an Huber dennoch geflogen werden. Die Menschen dort können nicht warten. Herr Lind, es geht ja doch nicht allein um Ihren guten Ruf, der auf dem Spiel steht. Wenn das mit Ruber nicht klappt, wäre Ihre gesamte Forschung auf diesem Gebiet für alle Zeiten zunichte gemacht. Eine Zukunft, in der möglicherweise nicht nur 5000 Menschen gerettet werden können, sondern Hunderttausende in den Hungergebieten dieser Welt. Bedenken Sie das. Herr Bilser, sind Sie gekommen, um mich von diesem Rettungsversuch für Ruber abzubringen? Um es kurz zu sagen, ja. Ich verstehe das nicht. Wollen Sie mir meine Formel abkaufen? Bieten Sie mir dafür Geld? Wir bieten Ihnen eine Summe, die es Ihnen ermöglicht, ein eigenes Institut zu gründen und zu unterhalten. Zum Segen aller hungernden Menschen von morgen. Lassen Sie die Heuchelei.
Ihnen geht es doch nur ums Geschäft. Was verlangen Sie als Gegenleistung? Dass Sie diese 5000 Ampullen, die Ihnen übermorgen früh von der Firma Weyrich geliefert werden, vernichten. Vernichten? Warum vertrauen Sie nicht auf die vielen Wissenschaftler und Techniker, die sich nun schon seit Wochen bemühen, eine Lösung für Robert zu finden? Ja, ich glaube, allmählich verstehe ich. Nicht meine Formel ist es, die Sie interessiert. Nein, ein totes Ruber. Sie hoffen auf ein totes Ruber. Auf einen ausgestorbenen Ort, in dem niemand mehr investieren will, auf Jahre hinaus. Und dann ist Ihre Stunde gekommen. Dann fällt Ihnen das ganze Gelände plus der Schürfrechte für ein Butterbrot zu. Darauf spekulieren Sie. Was immer auch geschieht. Ob Ruber nun gerettet wird oder nicht, unsere Abmachung mit Ihnen gilt. Sie vernichten die Ampullen und zwei Tage später ist eine Summe auf Ihrem Konto. Hören Sie auf. Niemals. Und selbst wenn ich... Sie denken an Ihre Abmachung mit dem Pater, der würde natürlich nicht einwilligen. Wir haben daran gedacht, Herr Lind. Wenn Sie auf unser Angebot eingehen, liefern wir Ihnen morgen 5 Kisten mit dem Aufdruck der Firma Weyrich. Inhalt 5000 Ampullen. Was? Mit einer absolut unschädlichen, aber auch unwirksamen Substanz. Sie brauchen also nur vor Ankunft des Paters die Kisten zu vertauschen. Und dann mag er seinen Flug nach Ruber antreten. Lebend ankommen wird er ohnehin nicht. Und wenn doch, dann wird man eben in Kürze feststellen, dass die von Dr. Lind entwickelte Substanz leider keine Wirkung zeigte. Und die Firma Weyrich wird, dafür garantiere ich Ihnen, wird versichern, dass das Gemisch infolge eines bedauerlichen menschlichen Fehlers nicht ganz den Angaben Dr. Linds entsprochen habe. Ihr Ruf jedenfalls bleibt unangetastet, wie immer die Angelegenheit zu einem Ende kommt. Nein. Nein! Gehen Sie! Gehen Sie sofort! Gern, Herr Dr. Lind. Ich lasse Sie jetzt gern allein. Denn Sie brauchen Zeit zum Nachdenken. Morgen früh rufe ich Sie an. Haben Sie sich bis dahin gegen uns entschieden, werden wir uns nicht wiedersehen. Gehen Sie aber auf unser Angebot ein. Dann werden wir Ihnen morgen nach Einbruch der Dunkelheit die Austauschkisten liefern. Oh mein Gott. Na, immerhin. Jetzt wissen wir, dass dieser Bilse absolut keinen Grund hatte, Lind umzubringen. Es sei denn, er wäre gestern Abend nochmal zurückgekommen. Wenn, dann doch nur, weil Lind zugestimmt und er die Kisten geliefert hat. Diese Kisten, die Lind heute Morgen mit denen vertauschen sollte, die ich auf meinem Lieferwagen habe. Es gibt keine anderen Kisten. Lind hat nicht eingewilligt. Niemals. Sie können es sehr leicht feststellen, Frederik. Ich brauche keinen Beweis. Ich kenne Lind. Wo hätte dieser Bilser denn gestern Abend die Kisten abgestellt, wenn Lind den Pakt unterschrieben hätte? Gibt es hier im Haus eine Garage oder sowas ähnliches? Fragen, Fragen, Fragen. Die Situation ist verzweifelt. Das ist meine Antwort. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Was soll ich meinen Bürgern hier in Ruber sagen? Wir können einfach nicht verstehen, dass es keine Hilfe geben soll. Die Leute belagern das Rathaus. Zu Tausenden stehen sie auf den Straßen und starren in den nebelverhangenen Himmel und hoffen auf ein Wunder. Es muss doch Hilfe kommen. Das war noch einmal Jochen Glanz, der Bürgermeister von Ruben. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, Pater. Sie müssen doch noch Ihr Gepäck holen. Nicht nötig. Ich habe nur diese Tasche hier. Werden Sie abgeholt in Thalgau? Nein, aber bis zu meinem Freund sind es nur ein paar Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Jedenfalls hat er mir es so beschrieben. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, Pater. Es reicht schon, wenn es ein guter Tag wird. Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Was soll das? Sagt Faust, nachdem er den Pakt mit dem Teufel unterschrieben hat. Allerdings hat er nur seine eigene Seele verkauft und nicht 5000. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Und das hier? 5 Kisten. Denen, die ich auf meinem Lieferwagen habe, zum Verwechseln ähnlich. Er hatte es also wirklich vor. Diesen Verrat. Er hat sich darauf eingelassen. 5000 Menschenleben gegen ein Institut.
Es ist ja nicht dazu gekommen. Er hat die Kisten in Empfang genommen. Dann hat er sich in seinen verdammten Wintergarten gesetzt. Und dann... Dann weiß ich auch nicht weiter. Natürlich wissen Sie es. Wir beide wissen es. Weil wir es gesehen haben. Seine Pflanzen haben ihn umgebracht. Seine Pflanzen, denen er so ähnlich geworden war, dass sie seine Gedanken lesen konnten. Sie sind über ihn hinweggewachsen, haben ihn stranguliert, getötet. Gerichtet. Gesa, ich bin Biologe. Es gibt keine einzige natürliche Erklärung dafür, dass Pflanzen in wenigen Stunden derart auswuchern können. Sie haben ihn getötet. Das ist die Wahrheit. Was werden Sie dem Pater sagen? Über Lind. Am besten gar nichts. Hallo! Hofer! Hören Sie mich? Ich höre Sie gut, Pater! Wie ist der Flug? Alles bestens. Noch 5 Minuten, schätze ich, dann werde ich das Zielgebiet erreicht haben. Was hören Sie von Lind? Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Er lässt Sie grüßen. Es tut ihm leid, dass er nicht dabei sein konnte, als Sie abgeflogen sind. Ich werde ihn besuchen, wenn ich zurückkomme. Sie werden zurückkommen, Pater. Wissen Sie, was Lind mir einmal gesagt hat? Es war in seinem ersten Tonbrief. Er hatte mein Buch gelesen über dieses alte Mädchen, das ohne Nahrung ausgekommen ist. Woran ich inzwischen ja nur noch glaube. Da hat Lind geschrieben, Sie glauben erst an ein Wunder, wenn Ihnen eins widerfährt. Sie werden es schaffen, Pater. Tun Sie mir einen Gefallen, Hofer. Rufen Sie noch mal die letzten Nachrichten aus Ruba ab und sagen Sie mir Bescheid, wenn es etwas Neues gibt da unten. Mach ich. Bis gleich, Pater. Ende. Ende. Er ist so zuversichtlich. Er muss es schaffen. Ich bin froh, dass Sie ihm nichts gesagt haben. Und ich bin froh, dass Sie bei mir geblieben sind, Gesa. Na, nun los doch. Haben Sie vergessen, worum der Pater Sie gebeten hat? Ruber. Stichwort Ruber. 11 Uhr Report. Hier ist die Sonderwelle Ruber mit dem 11-Uhr-Report. Ich rufe den Bürgermeister der unglücklichen kleinen Gemeinde, Jochen Glanz. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Und bete, dass Sie mir und meinen Mitbürgern endlich sagen können, es ist Hilfe in Sicht. Es tut mir so leid, Bürgermeister. Ich habe keine Neuigkeiten. Jedenfalls keine, die im Augenblick hilfreich für Sie sein könnten. Aber es muss doch einen Weg geben. Es muss doch eine Hoffnung geben. Eine Hoffnung! Wir alle hier draußen, Herr Glanz, hoffen mit Ihnen. Wir sind uns der Tragik Ihrer Situation bewusst. Ruber, ein Ort, unter dessen Erde vielleicht noch unermessliche Reichtümer liegen und der dennoch um einen Bissen Brot bangen muss. Beinahe makaber erscheint es mir, dass ausgerechnet jetzt, heute Vormittag, der Abschlussbericht der Ruber-Kommission vorgelegt wird. Jener Kommission, die seit Jahren daran arbeitet, die Herkunft der Ruber-Funde zu ergründen. Leider habe ich Professor Blunch, den Leiter der Kommission, nicht erreichen können, um von ihm direkt zu hören, zu welchem Ergebnis die Fachleute gekommen sind. Sind die pflaumenförmigen Ruber-Goldstücke nun Naturprodukte? Hallo! Schalten Sie ab, Gesa. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, Pater. Wie sieht es aus bei Ihnen? Ich habe das Zielgebiet erreicht. Direkt vor mir die Nebelwand. Dicke, grau-weiße Schwaden, die aus der Erde quellen und kochend und wirbelnd in den Himmel aufsteigen. Eine dampfende Hölle. Haben Sie den letzten Report von unten gehört? Nichts Neues, Pater. Aber wenn es wirklich so aussieht, wie Sie es schildern, so ohne jede Sichtmöglichkeit... Sie meinen nein, Hofer. Jetzt bringe ich auch zu Ende, was wir begonnen haben, Lind und ich. Pater! Ich melde mich wieder, wenn ich... Himmel, die Suppe wird immer dicker. Ich versuche mal, ob es in östlicher Richtung besser aussieht. Wenn nicht, heißt es eben Augen zu und durch. Bis dann, Ende. Pater, Ende!
Und viel Glück, Pater. Ich wünschte, ich könnte... Beten. Wenn man wüsste, dass es hilft. Was hat der Bursche da vorhin erzählt von der Ruber-Kommission? Also wenn es jetzt irgendjemand interessieren würde, wie dieses Rubergold entstanden ist, vor 100.000 oder noch viel mehr Jahren. Ich würde mich jetzt auch für Kochrezepte interessieren. Alles. Nur nicht hier sitzen und warten. Warten. Na gut. Dann spulen Sie nochmal zurück. Rubergoldfunde nun Naturprodukte. Aber diese Ansicht, die bisher unter den Experten überwog, ist nun nicht mehr aufrechtzuerhalten. Laut dem Abschlussbericht der Kommission ist endgültig erwiesen, dass es sich um Artefakte handelt. Das heißt also, eine Zivilisation, die lange, lange vor dem Auftreten des ersten bislang bekannten Menschen auf dem Terrain des heutigen Ruber gelebt haben muss. Sie hat das Rubergold bearbeitet. Eine genaue Datierung ist nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse noch nicht möglich. Da die Rubergoldfunde aber bisher ausschließlich aus diesem 900 Meter tief liegenden dünnen Kohlestreb gefördert worden sind, lässt es sich heute schon sagen, so die Experten, dass diese Zivilisation in urgeschichtlicher Zeit bei einer Naturkatastrophe umgekommen sein muss. Dass sie sozusagen von über sie hereinbrechenden Wäldern und Farnen regelrecht begraben wurde. Diese Erkenntnis wird nach Ansicht der Kommission die gesamte... Friedrich, haben Sie das gehört? Von über sie hereinbrechenden Wäldern und Farnen... Förmlich begraben. Friedrich, wenn Sie wirklich recht hätten... Wenn es wirklich wahr wäre, dass Lind von seinen Mörderpflanzen erwürgt worden ist... Ja, zweifeln Sie denn immer noch? Ich denke, wir waren uns inzwischen beide sicher, dass es keine andere Erklärung gibt, dass alles zusammenpasst. Linds eigene Beobachtung, dass die Pflanzen auf seine Gedanken und Gefühle reagierten, sein Verrat, diese Entscheidung, 5000 Menschen zu opfern, und dann sein Tod unter Pflanzen, die auf einen durch keinen natürlich erklärbaren Umstand plötzlich ausgewuchert sind. Rufen Sie den Pater zurück. Rufen Sie ihn zurück. Den Pater? Zurückrufen? Friedrich, wenn diese Zivilisation, von der das Rubergold stammt, ob es nun Menschen waren oder menschenähnliche Wesen oder was auch immer, wenn es jedenfalls eine intelligente Art war, die sich wie die Pflanzen ernährte, so wie Lind, so wie diese Stigmatisierten, und dadurch den Pflanzen verwandt war und von den Pflanzen verstanden wurde... Sie meinen, diese Wesen könnten von den Wäldern erschlagen worden sein, weil... Ja, in einem Strafgericht. Weil die Pflanzen erkannten, dass diese Menschen... Wie soll ich sagen? Ihre Unschuld verloren hatten. Rufen Sie den Pater zurück. Wenn er diesen Impfstoff austeilt, genauso gut könnte er eine Bombe über Ruber abwerfen. Aber wieso? Oder glauben Sie, dass diese Menschen in Ruber bessere Menschen sind als Sie und ich und Lind? Gesa! Was Lind getan hat, das war doch niederträchtig, unverzeihlich, unmenschlich. Aber niemand von uns würde so handeln. Nein? Sind Sie da so sicher? Friedrich, diese Pflanzen, wenn du ihnen ähnlich geworden bist... Die wissen, was du denkst, was du planst. Sie warten nicht erst, bis Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Sie haben Lind nicht getötet, weil er die Menschen in Ruber geopfert hat, sondern weil er es vorhatte, weil er plante, die Kisten zu vertauschen. Bist du wirklich so blauäugig zu glauben, ausgerechnet in Ruber lebten Menschen, die nicht nur an sich selbst denken, nicht nur an ihren Vorteil? Es sind Menschen, Friedrich, ganz einfach Menschen. Gesa. Wir haben vielleicht das einzige Mittel in der Hand, sie vor dem Verhungern zu bewahren. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass noch eine andere Lösung gefunden wird. Vielleicht lichtet sich dieser Nebel. Morgen schon. Rufen Sie den Pater zurück. Nein. Wie lange hat es denn bei Lind gedauert, bis die Pflanzen auf die Veränderungen in seinem Körper reagiert haben? Seine Gedanken lesen konnten. 3 Tage? 4 Tage? Eine Woche? Und dann werden die Pflanzen in Ruber ihren menschlichen Brüdern und Schwestern ins Herz schauen, Friedrich. Und die Wälder ringsum Ruber. Und die Bäume in den Straßen. Die Pflanzen in den Gärten und Häusern. Sie werden aufbrechen in einem gewaltigen Wildwuchs. Hofer! Hallo! Hofer! Hören Sie mich? Er darf nicht landen, Friedrich! Pater! Pater! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Hallo! Hört ihr mich denn nicht? Pater, Sie müssen uns erst anhören! Sie dürfen nicht landen! Irgendwas stimmt dann nicht mit der Verbindung. Ich kann Sie nicht verstehen. Mein Gott, er hört uns nicht! Pater! Ich hab nur Salat in der Leitung. Aber falls Sie mich hören können, ich bin noch mittendrin in der Suppe. Keine Ahnung, ob die Fördertürme schon hinter mir liegen. Das darf doch nicht sein, das darf doch nicht sein, dass ausgerechnet jetzt dieses verdammte Funkgerät... Es lichtet sich! Kinder, es lichtet sich! Gesa, versuchen Sie, diesen Reporter zu erreichen. Er hat doch Funkkontakt zum Bürgermeister. Und was soll ich ihm sagen? Wer wird uns denn glauben? Niemand wird uns glauben, der nicht diesen Toten gesehen hat, hingerichtet von seinen Pflanzen. Der Landeplan!
Sie werden uns nicht glauben. Keiner von Ihnen wird sich zurückhalten lassen, wenn der Pater Ihnen gesagt hat, ich bringe euch Hilfe. Ich gehe jetzt runter. Ich gehe runter. Nicht, Pater, nicht. Wenn ihr mich hören könnt, sagt Link, sagt ihm, ich habe es geschafft. In unserer Reihe Science Fiction als Radiospiel brachten wir heute Flug nach Ruba von Eva Maria Mudrich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gesa Katowitz, Helga Grimme, Frederik Hofer, Christoph Quest, Amandus Lind, Klaus Herm, Pater Anselm, Alois Garg, Bilser, Manfred G. Herrmann, Reporter Klaus Götte, Sprecherin Karin Schröder, Bürgermeister Klaus Berlinghof, Schaffner Michael Timmermann. Ton und Technik Jochen Brandhoff und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.